Gilgameschs Kampf mit Humbaba. Gilgamesch und Enkidu, starke Recken. Vor keiner Gefahr mussten sie sich verstecken. Voller Ruhm und voller Ehr dürstete es sie nach mehr. Auf Abenteuer wollte Gilgamesch gehen. Sein Freund Enkidu sollte zur Seite ihm stehen. Sie zogen über Humbaba zu triumphieren. Nach größerem Ruhm beide Kämpfer gieren. Humbaba, ein Monster schrecklicher Gestalt, lebte in einem düsteren Wald. Seinem Rachen entsprang Feuer, wer ihm begegnete, bezahlte teuer. Sein Atem war der Tod, brachte er manchen sehr in Not. Beschützer des Waldes war er zugleich, wachte sorgsam über sein heiliges Reich. Der Held mit dem furchtbaren Monster ringt, der Kampf, er ist heftig, Humbaba zu Fall erbringt, Gilgamesch ersticht ihn mit dem Schwert, Enkidu enthauptet ihn, dann machen sie kehrt. So kehrten zwei Helden siegreich heim, säten für Ruhm und Untergang den Keim.